Sawadikap! Das letzte Mal Thai Airways in der Business Class ist ja schon wieder ein ganzes Stückchen her. Deswegen und weil Micha ja direkt von Frankfurt nach Singapur geflogen ist, mache ich mich da jetzt auch mal auf den Weg hin und zwar im Dreamliner der Thai Airways. Das Ganze, na klar, ab Bangkok und mit mir. Ich bin Fabian und weil ich nicht viel Zeit habe, jetzt mal ab zum Schalter, würde ich sagen, oder? Nach dem Intro, let's go! Und damit willkommen zurück oder einfach nur willkommen bei unserem Kanal Everywhere, solltest du neu den Weg zu uns gefunden haben. Ja, das ist doch super, denn wir machen Hotel- und Flugreviews und wie schon gesagt heute auf dem Weg von Bangkok nach Singapur. Ja, und ich bin jetzt quasi auch schon am Flughafen Suvarnabhumi angekommen. Hier im AB-Bereich wird dann der Koffer abgegeben für die Business und First Class und mit den 15,4 Kilos ist das ja auch noch absolut im Rahmen. Danach geht's flotti karotti ab zum Fast Track, denn den könnt ihr nutzen, wenn ihr zum Beispiel ein Business Class Ticket habt. Egal von welcher Airline, das muss jetzt nicht unbedingt Thai Airways sein. Ja, und wenn ihr aber mit der Thai fliegen solltet, dann geht's, ihr kennt das ja schon vielleicht, hier gleich nach der Sico und der Immigration nach unten in die Business Class Lounge. Guckt aber bitte vorher mal, ob euer Gate auch hier in der Nähe ist, denn vielleicht ist ja eine andere Lounge, wie zum Beispiel die Singapore Airlines, EVA Air oder Turkish Airlines Lounge, eben eine Alternative, wenn ihr mit einer Star Alliance Airline unterwegs seid. Und eben wenn das Gate ein bisschen weiter weg ist von eben hier dem D-Bereich. Ja, ich darf heute vom niegelnagelneuen Satellitenterminal abfliegen, was ja auch eine Premiere für mich ist und direkt hinter dieser Statue, ihr kennt sie ja vielleicht, gehen die Rolltreppen nach unten. Damit geht's dann einmal unterm Vorfeld durch mit dem fahrerlosen Zug rüber zu den Gates S101 bis S128 und das Ganze alle 3 Minuten. Achtung, seid ihr einmal drüben im Satelliten, kommt ihr nicht wieder ins Hauptgebäude. Achtet also bitte darauf, dass ihr alle gemeinsam rüber geht oder dass ihr zumindest diesen Fakt hier im Blick behaltet. Und guckt mal, wie riesig das hier unten ist. Man hat ja vorsichtshalber schon mal ordentlich Platz geschaffen, sollte vielleicht ja irgendwann auch nochmal ein zweiter Satellit vonnöten sein. Man weiß es nicht. Aber Leute, bevor wir hier vollends durchstarten mit diesem Video, noch ein paar Hinweise, dass das hier natürlich keine Werbung darstellt, sondern ein privates Video ist und ohne Sponsoring auskommt. Ich habe den Flug hier selbstredend auch selbst bezahlt und noch ganz wichtig, euer Flugerlebnis kann sich natürlich von meinem hier unterscheiden, heißt, es kann besser, aber auch schlechter sein. Keep that in mind, please. Und weil wir euch ebenso keine Kurse oder irgendwelche Kreditkarten wie die Amex irgendwie andrehen wollen, dann ja, lasst doch vielleicht alternativ einfach gerne ein kostenloses Abo für den Kanal und ein Däumchen nach oben für dieses Video da. Dankeschön. Ja, und dann angekommen im Satelliten warten hier schon die beiden Elefanten auf euch. Wie cool ist das denn? Ansonsten seht ihr hier mal die Übersicht, wo ihr eigentlich hin müsst. Ja, ich musste auch erstmal schauen, wo eigentlich mein Gate S112 ist. Und das ist hier eigentlich schon direkt einmal um die Ecke, nach unten quasi sozusagen. Ja, und da steht dann auch schon der Dreamliner der Thai Airways, der mich unter der Flugnummer TG413 gleich vorwärts bringt. Vom Dreamliner hat die Thai übrigens insgesamt 8 Stück, davon 2 in der längeren 787-9 Variante und 6 in der kürzeren, in der ich auch heute unterwegs bin.
Und im Dreamliner gibt es zwei unterschiedliche Varianten der Business Class, wusste ich auch nicht. Einmal die 1-2-1-Konfiguration und, wie die heutige, auch eine 2-2-2-Konfiguration. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam durch die Quickboarding Gates, die auch schon für ein biometrisches Boarding ausgestattet sind, und hinein in den Flieger. Hier, Leute, ich muss es zugeben, war ich natürlich wieder mal ein richtig guter Allmann und habe mich als Erster angestellt, sodass ich das für euch auch ordentlich filmen kann. Und hört ihr das? Thank you. Thai Airways hat ja eine spezielle Boarding-Musik. Ja, ist das was für euch und seid ihr vielleicht in dieser Konfiguration in der Thai Business auch schon mal unterwegs gewesen? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal deine Meinung und Erfahrung als Kommentar unter dieses Video. Das fände ich spannend. Werfen wir einen Blick auf den Sitz. Für mich gibt es heute in der vorletzten Reihe am Fenster die 14A. Und am Platz befindet sich schon mal ein Kissen und eine Decke, aber im Gegensatz zu den anderen Sitzen keine Kopfhörer und auch keine Menükarte. Ja, die wurden aber nach kurzer Anmerkung auch noch nachgereicht. Kann ja mal passieren. Am Sitz gibt es ebenfalls diverse Steckdosen. Dieses Teil hier ist im Gegensatz zur Business Class bei der Ethiopian im A350 nicht beweglich. Ja, warum? Weil sich der Tisch hier in der Seite befindet. Die Armlehne kann man aber auch easy hoch und runter fahren, und schon ging es auch los mit einem Willkommensgetränk und einem heißen Tuch. Ja, und da sind dann auch die versprochene Menükarte und die Kopfhörer. Ja, und dann geht's auch schon los. We are ready for takeoff. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick in den Waschraum. Der ist hier durchschnittlich groß. Es gibt diverse Amenities, einen Dufterfrischer und so eine Feuchtigkeitscreme. Das Entertainment-System unterscheidet sich jetzt auch nicht unbedingt groß bzw. gar nicht von dem, wie beispielsweise in der 777-300ER, mit der ich ja auch schon geflogen bin. Zweimal. Dann gucke doch für die beiden Videos einfach mal auf unserem Kanal vorbei. Ansonsten gibt es hier aber natürlich Filme, Serien und die Moving Map natürlich. So, Fabian hat Hunger. Kommt ja öfters mal vor. Also erstmal ein paar Nüsslis zu Beginn. Und was es heute auf dem Flug so gibt, zeige ich euch. Und zwar drei Hauptspeisen. Zum einen Garnelen mit Curry und Reis, das gegrillte Beef mit Soße und Kartoffelgratin, was ich als alte Kartoffel natürlich auch hatte, und ein Lachsfilet mit Polenta. Klingt aber auch gut eigentlich. Naja, und wie es ausgesehen hat? Folgendermaßen. Und das auf einem kontinentalen Kurzstreckenflug. Das ist schon nicht schlecht, oder? Erst so ein Sitz und dann so ein Essen? Not bad. Es fliegt auf dieser Route aber auch der A320 der Thai Airways. Da hätte es dann natürlich auch andere Sitze gegeben. Guckt also idealerweise vorher, welcher Flugzeugtyp eingesetzt wird, solltet ihr auf dieses Erlebnis hier Wert legen. Und auch noch ein Satz zum Essen. Das war wirklich sehr, sehr lecker, kann ich euch empfehlen. Und ja, weil wir uns jetzt auch schon im Landeanflug befinden, hier natürlich die passenden Bilder dazu.
Ja, und ihr Leute, habt ihr vielleicht auch Instagram und oder TikTok? Da sind wir natürlich auch zu finden. Gucke gerne mal in der Videobeschreibung nach den beiden Links für zusätzliche Updates von uns. Aber auch unsere Homepage www.getmeeverywhere.com kann ich euch empfehlen, denn da packt euch Micha natürlich auch die schriftlichen Reviews zu unseren Reisen oder eben auch eigenständige Reviews von seinen zusätzlichen Abenteuern, wie zum Beispiel er mit der Lufthansa nach Singapur geflogen ist, drauf. Guckt hier also bitte gerne auch mal rein. Das lohnt sich. Ja, im Rating gibt es heute eine 8 von 10 möglichen Punkten. Jetzt fragt ihr euch, warum nur 8? Ja, der sitzt, Leute. Man sinkt da wirklich so tief rein, als liege man auf einer Wolke. Das war mir jetzt schon fast wieder ein bisschen zu weich. Ja, auch das ist wieder Meckern auf sehr hohem Niveau. Und die Crew machte ihren Service, alles fein, aber nachdem dann quasi das Essen abgeräumt wurde, hat man die dann auch nicht mehr gesehen. Das war so ein bisschen schade. Auch wenn der Flug nur sehr kurz gewesen ist, da hätte man ja nochmal ein, zweimal ja, durchgehen können und schauen können, ob alles passt, ob vielleicht jemand noch ein Getränk wollte. Ja, ansonsten aber alles tipptopp, kann ich euch empfehlen. Nächsten Sonntag sind wir eine Nacht im Duxton Reserve, das Teil der Autograph Collection und früheres Six Senses Hotel hier in Singapur ist, das ihr nicht verpassen solltet, ich sag's euch. Also, weil wir jetzt aber auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angekommen sind, danke fürs Zusehen und auch an dieser Stelle freuen wir uns als kleiner friendly Reminder, wenn ihr uns ja zum ersten Mal hier gesehen habt, wenn ihr uns mit einem kostenlosen Abo und einem Daumen nach oben für dieses Video unterstützt. Ja, und dann sage ich, bis kommenden Sonntag. Tschüss und komm bitte gut in die neue Woche.